Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Und zwar zum letzten Video 2021, ein kleiner Jahresrückblick. Macht's euch gemütlich, holt euch ein Käffchen, ein Teechen, Weinchen, was auch immer ihr so trinkt. Ich habe nichts zu trinken, egal. Ich würde sagen, wir quatschen heute mal so ein bisschen über dieses Jahr. 2021 war ja doch sehr Corona geprägt. Wir haben uns ja eigentlich alle Ende 2020 gehofft, dass das durch ist, das Thema, und dass wir das bis Sommer im Griff haben. Jetzt hoffen alle, dass wir das bis nächsten Sommer im Griff haben. Ich hoffe, ich erzähle den gleichen Mist nicht nächstes Jahr zum Jahresrückblick. Gut, aber schauen wir mal auf 2021 zurück, denn es gab nicht nur Negatives. Und ich berichte euch mal von meinem DIY-Jahr. Ich werde so ein bisschen in die allerersten News reinschauen, weil da habe ich über ganz viele Trends gesprochen, und schau mal, was davon so wirklich in meiner Bubble zumindest sichtbar war. Und ich habe euch auch auf Instagram gefragt, was ihr über mein Jahr 2021 wissen wollt. Und die Fragen habe ich auch parat und vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich fange mal an mit den einzelnen Monaten und gehe mal so durch meine Highlights durch. Im Januar gab es einiges, was anstand. Es gab das große Ausmisten-Videos, wo ich mein Nähzimmer hier aufgeräumt habe. Und das kam sehr gut bei euch an. Und wir machen daraus gerne Routine, weil es ist wieder nötig. Ich habe gestern schon ein bisschen angefangen. Jetzt kann man hier wieder einigermaßen treten. Aber es ist Wahnsinn, wie sich dieses Zimmer zum Ende des Jahres vollmüllt. Also im Haus werde ich ein Zimmer haben, was minimal kleiner ist, aber ich habe ein bisschen mehr Lagerfläche außerhalb des Zimmers. Aber trotzdem hoffe ich, dass ich das da besser in den Griff kriege. So. Aber genau, dazu gibt es auf jeden Fall dann jetzt im Januar auch wieder ein Ausmistvideo. Im Januar 2021 sind die Näh-News gelauncht. Es gab die allererste Folge Nastias Näh-News, die euch viel zu hektisch war. Ich finde sie immer noch großartig, aber ich habe sie mir jetzt auch nochmal angeguckt und ja, sie war ein bisschen zu hektisch. Aber dieses Format feiere ich immer noch sehr. Ich hatte es damals 3 Monate getestet, um zu schauen, mal gucken, ob ich es länger mache. Ich habe mich dann dafür entschieden. Es ist immer ein wahnsinniger Aufwand, so viel Informationen in kürzester Zeit, weil es ist ja auch relativ kurz vorher immer produziert. Diese Riesenverlosung, aber es kommt so gut bei euch an und das Format macht einfach so Spaß, dass ich es auf jeden Fall weitermachen werde. Ich weiß nicht, wie, ob für immer, wahrscheinlich eigentlich nicht, aber erstmal ein Weilchen noch. Dann gab es noch 2 weitere News im Januar, und zwar gab es das erste Stoffkunde-Video. Ich hatte ja Anfang des Jahres, oder zumindest die erste Hälfte, jeden Monat noch ein zusätzliches Stoffkunde-Video rausgebracht. Mann, das waren viele Videos im Monat. Das kam auch sehr gut bei euch an, aber das den Tonus, jeden Monat ein Stoffkunde-Video noch extra, schaffe ich einfach nicht. Aber die gibt es dann immer mal zwischendurch, wenn es gerade passt. So gab es ja ein Video jetzt zu Softshell im Winter. Genau, und immer wenn sich das anbietet, werde ich zwischendurch mal wieder ein Stoffkunde-Video machen. Und dann gab es im Januar auch noch mein allererstes Stoffdesign, und zwar auf Oilskin. Ich habe euch daraus Oilskin-Tasche ohne gezeigt. Den Stoff gibt es immer noch bei Snappy. Es ist Oilskin in Grau und in einem Senf. Ich finde die Designs immer noch mega, mega cool. Ich mag beide Taschen sehr. Es sind beides absolute Lieblingstaschen. Und ja, es war einfach cool, so das erste Stoffdesign. Das war der Januar. Die nächsten Monate sind nicht ganz so voll gefüllt. Im Februar gab es ein neues Amazon Gadgets Video, was ihr sehr gefeiert habt. Und das Gadget Done Video, wo ich einfach meine To-Do-Liste, Sachen, die ich schon ewig machen wollte, einfach abgearbeitet habe. Und ich glaube, sowas kann ich mir dieses Jahr auch wieder gut vorstellen. Hier sind noch ein paar Sachen, nämlich die auch rumschwimmen, die ich gerne mal wieder machen müsste. Ja, vielleicht mache ich sowas mal wieder. Im März kam das Plotten für Ostern-Video extrem gut bei euch an, und Ostern war sowieso ein großes Thema im März. Im April habe ich mit Siebdruck angefangen und habe euch ein großes Siebdruck-Video fertig gemacht. Das war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Im Mai ist dann der große Cricut Maker bei mir eingezogen, und ja, ich habe dann sehr viel mit dem Cricut Maker gemacht, weil es ist wirklich ein tolles Maschinchen. Außerdem hatte ich im Mai die coolen Tiersitz-Poofs genäht, die sind hier auch ständig im Einsatz. Dann habe ich die Makerist AR-App ausprobiert. Also die Augmented Reality App, wo ihr das Schnittmuster dann quasi durchs Handy auf dem Stoff seht, was ich immer noch sehr cool finde. Und da gab es noch meinen Näh-Vlog, wo ich versucht habe, die komplette Sommerkleidung fürs DIY-Eulchen zu nähen. Das kam damals auch sehr gut bei euch an. Das hatte ich über längeren Zeitraum mit gefilmt. Da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf. Sommersachen nähen. Ach, der Sommer. Naja, machen wir weiter. Im Juni gab es dann die Kinderstoffkollektion von mir bei Snappy mit den süßen Otterstoffen und Weltraumstoffen und so weiter. Das ist sehr, sehr aufregend, eine Kinderstoffkollektion rauszubringen. Im Juli gab es Rolltop Roxy, ein Herzensprojekt von mir, ein richtig cooler Rucksack, wo ich ganz, ganz viele verschiedene Materialien miteinander kombiniert habe. Also sowieso Materialmix war für mich 2021 ein
ganz, ganz wichtiges Trendthema, was ich ganz, ganz viel auf Instagram gesehen habe, was für mich auch super wichtig war. Da sei es Kunstleder, Kork, Snap-Pap, strukturierte Stoffe, Waffelstoffe, Waffel-Jerseys, Kord ganz wichtig. Und das dann, und Plüsch auch, und das alles in Kombination auch miteinander, ganz, ganz wichtig. Und Labels, 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 Labels. Im August gab es ein weiteres Amazon Gadgets Video, was gut bei euch ankam. Und der Regenmantel für den Kleinen, das war auch richtig cool. Im September habe ich Rucksack Leo genäht für den Kleinen, was für mich auch ein Highlight war. Also dieser Löwenrucksack, ich liebe ihn immer noch sehr. Im Oktober kam dann meine erste Stoffkollektion für Erwachsene raus, die Abstract Collection, die ich noch in Kooperation mit zwei weiteren Bloggern gemacht habe bei stoffe.de. Und das Shooting dafür hat großen Spaß gemacht und die Stoffe sind einfach ziemlich wow, ganz bunt und kreativ. Außerdem habe ich im Oktober euch ein Video fertig gemacht über meinen Job als Influencer, wo ich euch so ein bisschen erzählt habe, was eigentlich alles zu meinem Job dazugehört, wie ich dazu gekommen bin und, und. Und im November habe ich dann den Koala-Pulli gemacht. Das ist auch ein großes Highlight für mich, vor allem, weil der zweite, der rote Pulli, bei einer sehr guten Freundin von mir innig geliebt wird vom Kind. Ja, also mein Kleiner liebt den auch, den mintfarbenen, aber der rote wird wirklich innig geliebt. Dann kam Kordtasche Courtney raus, auch ein Schnitt, den ihr sehr feiert. Und ich habe euch die Mugpress gezeigt und ich selber bin ja absolute Mugpress-Fieber und liebe es, Tassen zu machen. Ich habe auch zu Weihnachten ganz viele Tassengeschenke gemacht. Richtig cool. So, und im Dezember gab es dann das Boxershorts-Video, was für mich auf jeden Fall ein Highlight war. Mal ein Klamottenvideo und vor allem für Männer und für Erwachsene. Und natürlich der Weihnachtsvlog, das hat auch sehr Spaß gemacht, den zu drehen. Und ja, jetzt sind wir hier. Das war mein Schnelldurchlauf durchs Jahr. Was natürlich privat natürlich noch ganz, ganz groß war, ist, dass wir... Jetzt wird das Kind wach gleich, das erzähle ich noch schnell. Bevor ich jetzt zum Kind gehe und dann einen zweiten Teil drehe, ist, dass wir natürlich ein Grundstück gesucht haben und ein Grundstück gefunden haben und jetzt in die Hausplanung gehen. Das ist natürlich mega aufregend. So, ich gehe mal kurz zum Kind. Kind ist beim Papa geparkt, weiter geht's. Ich habe mal so ein bisschen in meine YouTube-Statistiken geguckt, was so besonders gut bei euch ankam. Das beste Video witzigerweise in 2021 war der Walkanzug, was ich gar nicht in 2021 veröffentlicht habe. Aber ja, der hat auf jeden Fall gut gezogen bei euch und wurde nochmal ordentlich geguckt. Was gut bei euch ankam, waren die IKEA-Hacks und das ganze Aufräumen, also das ganze Ordnungsthema. Dann aber auch der Oisken-Shopper kam sehr, sehr gut bei euch an. Dann ein Kissenbezugsvideo, was auch sehr alt ist. Last-Minute-Geschenkideen, Plotten, Grundausstattung, Kosmetiktaschen, also viel so einfache Sachen, Basics, das heißt, ich werde auch mal gucken, dass ich wieder ein paar mehr Basic, einfache Sachen für euch parat habe, Grundausstattung, Anfänger, Einsteiger, so eine Sachen. Und ich habe auch gesehen, ey, dass ganz viele von euch gar keine Abonnenten sind, also der meiste Teil, der meine Videos guckt, sind gar keine Abonnenten, deswegen, hey Leute, wenn euch das hier gefällt, dann abonniert doch gerne den Kanal, ist komplett kostenlos, drückt auf die kleine Glocke, dann könnt ihr euch immer anhören, wie ich diesen Satz niemals perfekt sage. Dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn es hier was Neues gibt. Und hier gibt es jeden Dienstag ein neues Video. Ein Highlight für mich war noch, ich glaube, es war im Dezember, ich habe mein erstes Community Thanks bekommen. Das habe ich aktiviert. Das heißt, ihr könnt, no pressure, ne? Das müsst ihr nicht machen. Aber ihr habt die Möglichkeit, mir Danke zu sagen mit einem Geldbetrag eurer Wahl. Gibt es unten irgendwo so ein Super Thanks, Community Thanks, irgendwie so heißt das. Und da hat mir jemand als Danke für eine Anleitung 5 Euro gegeben und ich habe mich mega gefreut, fand ich total süß. Ich bekomme auch immer wieder mal die Anfragen, ob man mir irgendwie Geld überweisen kann als Dankeschön. So, das ist immer total weird. Ich denke, ja, nee, also das ist ja schon irgendwie Sinn meines Kanals, dass es für euch kostenlos ist. Also das versuche ich zumindest immer, dass das meiste für euch kostenlos ist, dass ihr kostenlose Vorlagen kriegt und. Nicht immer, aber meistens. Und ja, aber es gibt halt diese Funktion bei YouTube, also wenn ihr irgendwie Danke sagen wollt, könnt ihr das gerne nutzen, aber ey, fühlt euch bitte nicht unter Druck gesetzt, das zu machen, gerade wenn ihr eben nicht so viel Geld habt. Deswegen soll es ja auch für euch kostenlos sein. So, dann kommen wir doch gleich mal zum Thema Community zu den Community-Fragen auf Instagram. Ich guck mal, ich habe ein paar rausgepickt. Die erste ist gleich, wie sieht es mit der Ordnung hier aus? Kann euch ja mal kurz einblenden, wie der Stand vorgestern war. So, einmal die echte Wahrheit hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich treten soll. Also hier ist Chaos, absolutes Chaos. Es fliegt alles rum und ach, es nervt mich auch so. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht so. Es gibt so Leute, die Ordnung halten können und ich bin niemand davon. So, nächste Frage. Wie viel habe ich fürs DIY bei euch hingenäht? Dieses Jahr unfassbar viel. Also ich würde schon sagen, dass ich so 80-90% seiner Klamotten genäht hat. Ich hatte euch, gerade im Sommer war es, da war es
über 90%. Das ist ja auch einfacher, so Strumpfhosen und Socken werde ich halt irgendwie nicht nähen, obwohl Socken könnte ich sogar. Bodies hatte ich jetzt einige gekauft, hätte ich eigentlich auch nähen können, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft. Dann sowas wie Winterjacke, Skijacke, also klar, er hat den Walkanzug und den Softshare-Anzug, aber so eine richtig fette Down-Winterjacke hatte ich ihm noch geholt. Handschuhe, so ein Kram halt. Ansonsten, die Hosen sind alle selber genäht, weil aus den normalen Hosen rutscht er eh raus. Mützen, ohne Ende Mützen, obwohl er hat diese eine Mütze, die er über alles liebt. Also sehr viel auf jeden Fall. Es kam auch die Frage, wie viel Meter ich in 2021, also wie viel Meter Stoff ich vernäht habe. Das wüsste ich auch gerne. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich das schätzen soll, aber es sind sicherlich einige. Mein Fazit zu den Näh-News. Also ich mag das Format wirklich sehr. Es ist ein Haufen Arbeit und zwar jeden Monat wieder. Aber es wird sie auf jeden Fall erstmal weitergeben. Und so ich das weiter schaffe, wird sie auch weitergeben. Also ich mag sie. Mein Lieblingsprojekt in 2021. Sowas kann ich immer gar nicht sagen. Also die Stoffkollektionen haben unheimlich Spaß gemacht. Der Rucksack war ein absolutes Herzenprojekt, also Rolltop Roxy. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß, es gibt ein knallbuntes T-Shirt vom Kleinen, was ich sehr liebe. Aber ich glaube, es sind tatsächlich auch immer die Klamotten vom Kleinen, die so Lieblingsprojekte werden. Aber es ist so alles. Ich mache so viel, es gibt kein einzelnes Lieblingsprojekt. Was musste ich verwerfen? Ich bin halt nicht so der Typ, der was verwirft. Ich denke vorher gründlich drüber nach. Und ich glaube, ich habe gar nichts verworfen dieses Jahr. Es gab bestimmt irgendwas, fällt mir aber gerade nicht ein. Nee, fällt mir nichts ein. Es fühlt sich so an, als wenn es da irgendwas gab, was mir gerade nicht einfällt. Aber es kommt mir nicht in Sinn. So, E-Auto und Laden, ein ganz anderes Thema. Genau, ich hätte euch ja auf Instagram mitgenommen, unsere erste längere Fahrt mit dem E-Auto, unsere erste Reise auch mit Kind, mit Auto. Und zwar sind wir Ende September war das, glaube ich, nach Köln gefahren. Wir hatten da dann geladen, hatte ich euch auf Instagram gezeigt, wie wir unterwegs geladen haben. Und das Fazit war einfach, dass die natürlichen Pausen, die wir durch das Kind hatten, eh länger waren und öfter waren, als wir überhaupt zum Laden gebraucht hätten. Also wir haben öfter geladen, als wir hätten müssen. Es war überhaupt kein Problem. Es war eine schöne Fahrt. Würden wir auf jeden Fall wieder machen, würden wir auch weitermachen. Ansonsten hier für die Stadt, also wir fahren wirklich nicht viel Auto. Mein Mann und ich arbeiten beide zu Hause. Wir laden dann immer beim Einkaufen bei Kaufland kostenlos oder bei Ikea, obwohl da waren wir halt dieses Jahr kaum. Meistens bei Kaufland. Also wir haben keine Ladestation bei uns in der Tiefgarage, sondern wir haben hier ein paar Lader auch direkt eine Straße weiter. Der ist langsam. Aber an sich zahlen wir super, super wenig fürs Laden. Also weil wir meistens die Ladestationen nutzen, die kostenlos sind. Aktuell, das wird natürlich auch nicht immer so sein. Wie gesagt, bei Kaufland, bei, ich glaube, Lidl gibt es auch manchmal welche. Bei Ikea, müsst ihr mal gucken, wenn ihr ein E-Auto habt. Natürlich auch immer mehr belegt. Aber das ist auch okay. Also wir sind auch fein damit, dafür zu bezahlen, aber es bietet sich halt einfach an und es ist wahnsinnig preiswert. Und wir kommen super klar mit unserem E-Auto. Also wir sind sehr froh damit. So, wir haben ein ID.3 gekauft. 2020. Ende 2020 haben wir den bekommen, genau. Wie viele Videos habe ich insgesamt rausgeholt? Ja, da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Also es sind jede Woche eins, es waren eigentlich ungefähr 6 Videos im Monat, plus die zum Beispiel auf dem Premium-YouTube-Kanal, machen wir mal 7. Es waren also über 70 an die 80 Videos. Krass. Welches Ziel habe ich erreicht? Hatte mir so ein paar Ziele gesteckt dieses Jahr. Das eine war zum Beispiel mehr Illustrationen zu lernen und zu machen, digitale Illustrationen. Das habe ich auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Da habe ich bin ich viel weiter. Außerdem hatte ich mir vorgenommen, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit am Wochenende, dass wir zu dritt machen können. Das war einfach aufgrund von Corona nicht möglich, weil wir den Kleinen halt fast das ganze Jahr zu Hause betreut haben und uns dadurch die Arbeitszeiten halt mehr aufteilen müssen. Also klar habe ich dadurch mehr Zeit mit dem Kleinen verbracht, aber wir zu dritt haben weniger Zeit miteinander verbracht, weil immer einer irgendwie gearbeitet hat. So, dann schauen wir mal in die Näh-News, in die ersten. Und ich habe mir so ein paar Trends aufgeschrieben, die ich da notiert habe und da können wir mal drüber sprechen. Ich hätte gleich am Anfang ein paar Fragen gestellt und zwar, ob Regenbögen weiter Trend bleiben. Ich würde sagen, die Regenbögen, die sind noch ziemlich fett da. Sie ebben vielleicht ein bisschen ab, die waren ja gerade am Anfang bei Corona sehr, sehr groß, aber Regenbögen sind immer noch ein großes Thema, würde ich sagen, als Trend. Wiener Geflecht, ist Wiener Geflecht schon durch? Ich habe es noch viel gesehen diesen Sommer. Ich habe gar nicht mit Wiener Geflecht gearbeitet, aber ich habe es noch gesehen. Ich würde sagen, es ebbt gerade ab so. Trockenblumen? Ja,
ist weiter ein großes Thema gewesen den Sommer und wird auch sicherlich uns noch ein paar Sommer begleiten. Kerzenbiegen und Kerzendipping war ja letztes Jahr riesig zu Weihnachten und ich würde sagen, auch dieses Jahr war das weiterhin ein großes Thema. Es kam ja noch dazu, dass die Kerzentattoos und das Kerzenbeplotten, habe ich auch viel gesehen. Genau, dann hatte ich mir die Trendreports angeguckt, dass 2021 als Neugeburt gesehen wird. Ich glaube, da warten wir noch drauf. Weite Hosen, lockere Kleidung, Jumpsuits, Homewear. Ja, würde ich sagen, ist ganz, ganz groß. Das ganze Homewear-Thema ist riesig geworden. Es ist sehr kuschelig, cozy, aber irgendwie auch schick geworden. Das Trendtier des Jahres 2021 war der Fischotter. Und ich hatte ihn ja in meiner Stoffkollektion mit drin. Ansonsten ist er mir gar nicht so oft über den Weg gelaufen. Also gerade am Anfang, als er announced wurde. Die Pantone-Farben waren ein Gelb und ein Grau. Und ja, obwohl das für mich eher so 2020 war, obwohl ja gelb-grau habe ich durchaus auch gesehen, was für mich persönlich aber eigentlich die Farbe 2021 war, also ich rede jetzt für mich wirklich, ist Flieder, lila Flieder ist so für mich so bam. Und die Kombination von Flieder und Peach, also lila und orange quasi, das waren doch meine Farbtrends 2021. Für mich hätte ich gar nicht gedacht und lange Zeit die Farbe vermieden, aber jetzt nähe ich mir Taschen in lila, habe Untergründe, Nagellack in lila und mein neues Bullet Journal ist auch lila. Da kommen wir nämlich auch zum Thema. Es wurde nämlich auch gefragt, ob ich mein altes Bullet Journal zeigen kann, ob ich das noch mache. Ja, mache ich. Mein altes Bullet Journal habe ich euch, ja, das ist eine Weile her, ne? Da habe ich mit dem Plotten angefangen. Da habe ich mein mintfarbenes Bullet Journal beplottet, da hatte ich mehrere gemacht, die restlichen verlost. Dieser Plot ist immer noch dran. Es hat wunderbar gehalten und dieses Bullet Journal hat auch sehr lange gereicht und zwar genau bis jetzt. Ist perfekt, jetzt zum Jahreswechsel Neues zu haben. Und ich habe mir ein Leuchtturm Bullet Journal als Softcover geholt. Ich nutze die immer mit Dotted Grid. Ich liebe Dotted Grid, also Punktemuster da drin. Und habe es mir in Lieder bzw. Flieder geholt, inklusive Stift und Lasche und finde das so, so, so schick. Und dachte, da muss natürlich auch ein Plot drauf. Habe mir hier wieder Vinylfolie geschnappt und mir ein schönes 2022 Bild erstellt. Ich habe letztes Jahr noch groß einen Future Log geschrieben. Also da schreibt man so das ganze Jahr runter und kann dann so deine Termine eintragen. Aber ich nutze es null. Also der Future Log von 2021 sieht schön aus, aber er ist komplett leer. Also dafür nutze ich wirklich die Handy-App. Ich nutze das Bullet Journal nur für die Feinplanung und zwar für die Wochenplanung. Auch die Monatsübersichten habe ich nicht genutzt. Ich wollte mir mal Highlights aufschreiben und Vorsätze, aber ich nutze es nicht. Ich habe dann irgendwann aufgehört, die Monatsgrids zu machen und die werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich mache nur noch die Wochengrids und für mich funktionieren einfach diese Wochenübersichten richtig, richtig gut. Und dazwischen mache ich mir meine Notizen von Workshops, Calls oder halt auch Projektplanung. Und die Seiten sehen auch echt nicht schön aus. Meine Wochenübersichten sind ganz hübsch, aber diese Seiten zwischendurch, da... Also Mut zur Nichtschönheit, das sage ich ja immer, Mut zur Hässlichkeit, einfach mal runterschreiben, kreativ sein, erlauben, dass die Seite nicht perfekt ist. Auch so Tracker und so ein Gedöns, das mache ich alles nicht. So, und mit diesen Worten würde ich sagen, ich gucke gerade mal, haben wir noch was? Das war mein Jahresrückblick, ein sehr durchwachsenes Jahr. Also privat, oder beziehungsweise was wir erreicht haben hier, dass wir ein Grundstück gefunden haben, ist mega, beruflich lief es. Mega! Also wirklich, das ist toll, was ich hier alles machen kann und ihr, dass ihr da seid und wir mich unterstützen, das ist alles richtig, richtig gut. Über Corona brauchen wir nicht sprechen, dass das Kacke ist, das wissen wir alle. So hoffen wir, dass es irgendwie irgendwann bitte, bitte, bitte wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehrt. Ich hoffe, der Jahresrückblick hat euch gefallen, ein bisschen ein entspannteres Labervideo. Und wir sehen uns dann hier ganz bald wieder zum Aufräumen, zu den News und. Und es gibt natürlich auch ganz bald wieder Nähanleitung. Bis dann, eure Nastja. Tschüss.